Ja, da muss ich aber jetzt noch nicht hin. Das heißt also, wir haben es mit einer offenen Welt zu tun, ne? Blöd. Keine Linearität. Ja, keine Linearität. Schätze mal kurz den Bonsai. Ein Kirschbonsai. Was hast denn du anzubieten? Hm? Könntest du vielleicht jetzt mal... Doch, da kannst du was. Na dann machen. Danke. Danke. Wieso konnte das eigentlich der Letzte nicht? Können das nur Bestimmte? Ich glaube, haben alles, ne? Ja. So. Wir könnten jetzt auch noch einen Zettel machen. Mit dieser Windkugel. Hm. Könnten wir. Wir könnten montieren. Hm. Machen wir? Nee. Oder? Windkugel? Machen wir uns dann eine... Weiß nicht recht. Machen wir uns eine Spruchrolle? Sonst sind doch die Eve für die Katz, oder? Schauen wir kurz nochmal. Kann ich denn jetzt irgendeine Rune hier mal ausrüsten? Sonnenscheinrune. Automatisch TP zurück. Achso, ja, das hatten wir ja. Schlafrune. Achso. Wir könnten jetzt eine andere nehmen. Aber wir können die ja deaktivieren. Zum Beispiel könnten wir von Leon die Sonnenrune... Ja, das könnte man doch deaktivieren, oder? Ach nee, das kann man nur im Runenladen deaktivieren. Jetzt verstehe ich das Ganze. Okay. Okay. Und was... Und was haben wir noch? Schauen wir nochmal, was wir für Runen haben. Ja, nochmal sortieren. Ob wir noch was anderes Tolles haben. So, pass auf. Wir haben eine Windkugel, die die Angriffs- und Abwehrmagie stellt. Seherkugel, ja, die haben wir ohne Ende. Die Kraftkugel. Ungestüm-Status nach zweimaligem Schaden. Da werden wahrscheinlich... Das ist dieses Blaue, was uns da in den Schlangen erweckt. Ja, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Nee, lassen wir mal noch sein. Oder? Ach so, wir sollten dann erst... Ja, das haben wir schon. Wir gehen mal... Sag mal, wartet mal kurz. Nee, brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein und ruhen uns aus, aber... Brauchen wir eigentlich nicht. So, wir könnten eine Medizin... Aber eigentlich nicht. Zwei Jitsu-Opfer. Hm. Eins noch? Haben wir jetzt erstmal genug Gold, oder? Mittlere Erholung von Ohnmachtsanfall. Ja, ja. Nee, das passt schon. Das hat nur das eine Mal nicht geklappt. Weil, sag ich, das ein Kampf war, den wir eigentlich hätten nicht hätten gewinnen können. Warum fragen wir die Leute nicht nach Lady Merzes? Ach, die ist doch hier. Echt? Sind wir dann doch richtig? Müssen wir doch mal hier ein bisschen fragen. Lott, Walds Ehefrau Donner hat die Dinge hier in Estris bestens unter Kontrolle, während ihr Gatte weg ist. Ich hoffe, er tut alles, was in seiner Macht steht, um dem Ärger ein Ende zu bereiten, Eure Hoheit. Eure Hoheit, ihr werdet feststellen, dass ihr nirgends eine so große Auswahl an Waren findet wie in Estris. Es gibt eine feine Grenze zwischen Genie und Wahnsinn und Professor Babbage
bewegt sich genau an dieser Grenze entlang. Ja, er hat die Windmühle erfunden, aber sein Haus oder die Drehbrücke, das sind Werke eines Wahnsinnigen. Ja, aber ich glaube immer noch nicht, dass hier dieses Merzes ist. Oder kennst du Merzes? Vom Hafen aus kann man das Königreich Neuarm sehen. Da drüben scheint gerade absolute Ruhe zu herrschen, aber wer kann das schon sagen in Zeiten wie diesen? Sie könnten wieder angreifen, wie vor 8 Jahren. Dann müssen wir alle unseren Mann stehlen. Wo ist denn Merzes? Du weißt es nicht. Gut, gut, gut. Also nicht gut. Verdammt umzugenäht. Merzes, der Lord von Estris kümmert sich nicht nur um die, die groß im Geschäft sind, müsst ihr wissen. Er sorgt auch dafür, dass auch kleinere Händler wie ich angemessen verdienen. Das ist sehr nett vom Lord. Trotz alledem bin ich immer noch nicht der Meinung, dass ich schon hierher hätte gehen sollen. Eigentlich war es bisher recht linear. Aber. Ist hier jemand? Hallo? Könntet ihr mir was über diese Merzes sagen? Oder Merkes? Oh, Prinz Gedwin, willkommen in Estris. Erinnert ihr euch an mich, eure Hoheit? Ach, es würde mich nicht wundern, wenn nicht. Wir haben uns vor langer Zeit getroffen. Verzeihung, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Donna, die Frau vom Boss. Ah, ich hoffe, euch zu Diensten sein zu können, eure Hoheit. Ja, sagt mir bitte, wo Merzes ist. Oh, Mann. Ach, Boss hat auch eine Frau. Ist ja toll. Warte mal, wir waren noch nicht oben. Wir müssen noch mal rauf. Dann ist es hier Bosshaus. Da Kind. Der 2 Kinder. Prinz, ich bin kurz. Danke, dass du Pama geholfen hast. Nee, der hat uns geholfen. Mal richtig stellen. Hallo. Hi. Hi, Prinz. Schön, dich zu treffen. Ich bin kalt. Schön. Nett. Tja, dann viel Spaß noch, aber, ich bin so schlau als wie zuvor. Eine Kneipe? Nee, es ist ja keine Kneipe. Ich brauche eigentlich gar nicht aufzugehen. Aber man weiß nie, ob eine Truhe da ist, oder? Ich möchte wirklich bald mal zu den Inselnationen reisen und das Königreich Obel will ich auch noch sehen. Aber bei all den Kämpfen ist es fast unmöglich, irgendwo hinzureisen. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Tja. Tja, wo geht's denn hier hin? Zum Hafen. Ein Schweinchen, 2 Schweinchen, 3 Schweinchen. Huch, eure Hoheit. Das ist meine Art, die Fracht zu zählen. Ein Miau, eine Miau, 2 Miauen, 3 Miauen, 4 Miauen. Ich bin eigentlich als Tourist hier, aber mir scheint, dies ist nicht der richtige Zeitpunkt fürs Sightseeing. Glaube ich auch. Schau mal rauf. Obwohl ich ja nicht glaube, dass die Merzes hier ist. Na, die ist ja in Agathe. In irgendeinem Gefängnis. Aber doch nicht in Estris. Haben die gesagt, die ist in Estris im Gefängnis? Hab ich, boah. Haben sie es echt gesagt? Nee, ne? Oh, lieber nicht so nah. Fühle mich irgendwie seekrank. Ich glaube, mir wird übel. Ich glaube, Seekrankheit steckt nicht an.
Kann ich das verkaufen? Oh, Zucker. Warte mal, wenn Zucker so billig ist, nimm es mit. Das ist ja richtig günstig. Ja, die anderen weiß ich nicht. Ich sage mir bestimmt jetzt hier, Zucker ist saubillig. Oder irgendwas ist teuer. Wir handeln hier mit den Inselnationen und dem Nordkontinent. Wir sorgen für einen konstanten Warenfluss aus Übersee. Hoheit, für den Nachschub ist also stets gesorgt. Mhm. Ah, wenn das kein schöner Anblick ist, das blaue Meer, der klare Horizont, die schönste Aussicht in ganz Falena. Nett. Können wir da rauf? Lass uns mal rauf. Komm nicht rauf. Keine Chance. Oder? Stehe ich nur falsch? Nein. Leon! Warum fragen wir die Leute nicht nach Lady Nazis? Vielleicht hätten wir die in Rheinwald nachfragen sollen. Ihr Dummköpfe. Moment mal. Eins will ich noch probieren. Eins wollte ich noch probieren. Ach so, nee, da war ich. Alles klar. Entschuldigung. Ja, Dummkopf. Tut mir leid, das war sinnfrei. Ich hatte irgendwie noch was in Erinnerung und das war Quatsch. So, dann ja. Tja, ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier vollkommen falsch sind. Aber so vollkommen, dass wir noch überhaupt nicht hierher müssen. Und ich wüsste nicht, wo wir jetzt noch hin sollen. Hier waren wir doch schon überall. Nee, warte mal. Vor. Die Leon, die sagt es doch bestimmt überall, dass wir die Leute fragen müssen. Ja, die dürfte jetzt eigentlich kein Problem sein, denn die haben wir ja schon im Dreierback gehabt. Na? Here we go! Trotz alledem wäre es nicht schlecht, wenn wir nochmal einen Rüstungsladen finden würden. Na super. They can't defeat me. Wasserschwert, zu viele Items? Ach. Ach. Also doch im Lager. Jetzt weiß ich, für was das Lager gut ist. Er sagt's doch gleich, dass man zu viele Items. Gott. Was soll man ablegen? Wasserschwert. KG. Megamedizin. Nee. Was weiß ich? Megamedizin. Jetzt habe ich die Schlafkugel da gelassen. Blöd, ne? Na super. Gehen wir nochmal zurück nach Rheinwall. Und legen im Lager unsere Lagerzeugs ab. Ein Haufen Schweine. Nicht der Rede wert. Rheinwall. Da ist ja Rheinwall. Und zum Schluss ein kleines Häschen. Ich würde sagen, wir fragen mal hier ein paar Leute nach dieser März. Das ist vielleicht der Mormorat. Der weiß immer so viel. Und legen im Lager alles ab, was wir nicht brauchen. Erstmal. Genau. Ich bin mir eurer Pflicht bewusst, eine Armee zu organisieren zum Wohle Falenas. Aber es ist tragisch zu sehen, wie sich die Menschen gegenseitig Leid zufügen. Ja, ihr sollt mir eigentlich was über die Mercedes das
Ach, mir gefällt es nicht, dass all diese Soldaten vor der Stadt lagern. Pah, wie ungehobelt. Ich will, dass die Dinger wieder so sind wie früher. Ich will mein altes, bequemes Leben zurück. Sagt jetzt eigentlich Leon dasselbe? Warum fragen wieder Leute nicht nach Lady Maxus? Ein Wort der Warnung, Eure Hoheit. Den reichen Leuten in dieser Stadt geht es nur um ihre eigenen Interessen, ganz gleich, was sie sagen. Lord Barrows ist da keine Ausnahme. Wenn ihr nicht aufpasst, werdet ihr von ihm auf unschöne Weise ausgenutzt. Denkt daran, was mit den armen Lord Lake passiert ist. Ja, das war ja nett, Barrow, ne? Das muss man ihm mal zugute halten. Meine Waffen verkaufen sich wie warmes Semmeln, seit Krieg herrscht. Ich habe nichts dagegen, wenn das so weitergeht. Oh, aber kämpf nicht zu viel, sonst hapert's mit dem Nachschub. Immer schön gleichmäßig, okay, okay. Ja, ich will doch nur wissen, was mit Narzis ist. Eure Hoheit, ihr leistet hervorragende Arbeit. Solange ihr für uns kämpft, werden wir alles tun, um euch zu unterstützen. Wir werden nicht weglaufen und wenn Lord Barrows dabei ist, gibt es sicherlich etwas zu holen. Es wäre verrückt, jetzt wegzulaufen. Bin jetzt ein bisschen überfragt. Auch wenn eure Armee 10-mal größer ist als die des Feindes, bedarf es einer guten Strategie. Ja, deswegen brauchen wir ja diese komische Merzes. Und wo ist denn die? Weißt du das? Einige Leute nennen Lord Barrows einen Verräter, weil er mit Arms verhandelt hat, aber es ist daran falsch. Besser als mit Soldaten in einen dummen Krieg und damit zu ziehen und damit in einen sinnlosen Tod zu schicken, meinte nicht auch eure Hoheit? Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört, oder? Ich erzähle das jetzt zum 5. Mal, oder? Oder? Da waren wir aber noch nicht, ne? Ist nicht so, dass es uns irgendwas gebracht hätte, aber... Ja. Ja. Schätze. Der Schätze hat ja aber ein großes Haus. Ne? Der will nichts schätzen. Fragen wir die Leute. Ja, das weiß ich ja schon. Das weiß ich ja schon alles. Ja, ich weiß. Ich habe übrigens deine Frau kennengelernt. War gerade dort. Die, also im Grunde, eher du hier so rumstehst, sinnfrei, könntest du die mal besuchen. Ich glaube, wir müssen lagern. Was lagern wir denn? Knochenabsätze. Ledermantel. Ja. 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 Fischabzeichen. Nein, das mal nicht. Abwehrring, ja, das lagern wir. Ja, wir haben jetzt doch viel Medizin. Pass auf. Wir müssen doch ein bisschen Medizin lagern. Auch wenn es nicht schön ist. Lass mal 1, 2, 3, 4, 5. Ist in Ordnung. So, Megamat-Medizin. Haben wir auch. Gegengift, okay. Nehmen wir eins raus. So, Augentropfen, okay. So, und jetzt haben wir hier einiges an Rollen, ne? Die können wir mal lagern. Den ganzen, das ganze Dings da hier, das lagern wir mal. Ich weiß noch nicht, für was ich das brauche, aber wir lagern es jetzt. Ne, das mal noch.
Kugeln hier. Hm, mache ich damit. Wartet mal, ich sortiere erst nochmal den ganzen Kram. Und schau nochmal durch. So, passt auf. Medizin, Medizin, Gegengift, Gegengift, Augentropfen. Da war aber noch kein Riechsalz, ne? So, die Seherkugeln, die tue ich mal alle rein, ne? Und die Stücke da... Ja. Da weiß ich ja nicht so recht. Die lassen wir mal. Das ganze Kochzeug tue ich auch mal rein, bis wir was haben dafür, ne? Und die Bonsais auch erstmal. Okay, dann... Ne? Damit wir wieder Platz haben im Inventar. So, was haben wir gesagt? Also die Topfpflanzen, ne? Und die Bücher eigentlich auch erstmal, weil ich weiß nicht, was man damit macht. Das Rindfleisch auch. So. Und... Ja, jetzt kommt es drauf an. Was haben wir gesagt? Die ganzen Seherkugeln. Das andere lassen wir da und schauen mal. Obwohl, die Kugeln, ne, die kann man ja auch zu Rollen machen. Vielleicht kann man auch das Seherkugel zu irgendwas machen. Weiß ich natürlich jetzt nicht. Und trotz alledem wissen wir immer noch nicht, wo es hingeht. Nicht schön, ne? Ja dann, wenn wir immer noch nicht wissen, wo es hingeht, ist mein nächster Plan nochmal das Gebiet links abzusuchen. Na? So, von dir kaufe ich noch Zucker. Den wir irgendwann wieder gewinnbringend verkaufen. Ich würde sagen, wir könnten da nochmal nach Haut. Eventuell. Da ist das Bett. Wo ging es da hin? Wo ging es da hin? Hallo? Ich mag vielleicht nicht so aussehen, aber eigentlich bin ich eine Art Runengelehrter. Insbesondere interessiere ich mich für die drei Runen der Königsfamilie. Okay. Okay. Wo ist Merzes? Du weißt nicht. Ach Mann, für was habe ich dich denn dann angeblickt? Hm. Ich hasse es, wenn ich sinnlos herumstreife.